Hallo, ihr lieben Bücherfreunde. Kennt ihr das Muffelmonster? Ich habe hier die Variante des Bilderbuchs, wo drei Bilderbuchgeschichten drin sind. Und zwar ist das Muffelmonster, wie der Name schon sagt, natürlich oft mal muffelig. Ihr seht es im Super-Muffel-Modus. Aber in den Geschichten verschwindet die schlechte Laune irgendwann wieder. Und somit dann auch das Muffelmonster. Und das Muffelmonster, das taucht immer wieder bei Moritz auf, wenn er muffelig ist. Und dann wird erstmal richtig kräftig rumgejammert und gemuffelt und gestinkert und gestänkert in den Geschichten. Wie ihr seht, viele schöne. Ups, da ist noch. Viele schöne Bilder drin, aber der Moritz, der macht dann immer wieder Vorschläge. Was könnten wir denn tun? Wie kann ich dich entmuffeln, mein kleinstes Monster? Und wir kennen es vielleicht von unseren eigenen Kindern, dann heißt es immer nur nein, 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 nein. Doch dann ist irgendwann der Moritz am Ende und weiß auch nicht mehr weiter. Und dann ist das Monster ganz verwirrt. Armer Moritz. Dann hat das Monster auf einmal Mitleid. Und da wendet sich das Blatt. Und aus dem Monster, aus dem Muffeligen, wird dann doch ein kuscheliges Monster. Und sie haben Ideen, was wir dann machen können. Und die schlechte Laune verschwindet. Da fängt dann die zweite Geschichte an. Und so sind hier drei Bände mit dem Muffelmonster in diesem Sammelband. Es gibt es aber natürlich auch einzeln. Oh, da wird aber wahnsinnig gekrölt und gebrüllt und gemuffelt von allen möglichen Tieren. Und immer wieder wird aus der Muffellaune eine gute Laune. Vielleicht auch ein schönes Buch, um bei Kindern, die auch mal ganz muffelig sind, zu zeigen, hey, aus dieser Muffellaune kommt man auch wieder raus. Vor allem gibt es auch ganz viele Bilder zum Gucken. Und das Muffelmonster finde ich eigentlich auch ganz süß. Das kleine Muffelmonster, ganz groß.